Hi Leute, und es geht weiter bei Runner 2. The Mountain Sands, genau. Bit Trip Runner 2, Future Legends of Rhythm Alien. Wird präsentiert von Charles Martinet übrigens. Offenbar. Zumindest heißt das immer die ganze Zeit im Hauptmenü. Egal, a harsh direction. Oh Mann. Nein, diesmal sage ich nicht, es ist eine Zeit lang gewesen, bis ich das letzte Mal aufgenommen habe, denn es war nur eine Woche. Damit. Jetzt wird aber dann eh mal Zeit, dass ich öfters aufnehme. Bam, 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 bam. Und hier drüber. Au. What the? Huch. Das war die falsche Taste übrigens, falls ihr nicht gemerkt habt. Okay, Sprung. Ja, ich habe gerade die Sprungtaste verfehlt. Hopp. Hoch da. Bam. Und drüber. Und irgendwas blendet mich gerade. Au, das ist doof. Wartet kurz. Wartet ganz kurz. Fenster schließen. Yay. Das ist nämlich das so ziemlich Schlimmste, was man am Let's Play antun kann. Wenn das Sonnenlicht in die Fresse strahlt. Okay, jetzt geht's. Bam, 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 bam. Damit. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Naja, wir gehen erstmal oben rum. Wieso sollten wir auch das Schwerere machen? Bam. Und hier runter durch. Wow. Okay. Es zieht ein bisschen an. So rein theoretisch. Ja. Doch. Bam, bam, bam. Sehr schön. Also machen wir aber alles dann gleich auch perfekt. Weil wir es können. Und ich nehme eigentlich den einfachen Weg, aber... Einfach... ist... offenbar im Auge des Betrachters. Wie so oft. Ah, sehr schön. Und dadurch, dass sie sich bewegen, denn... Dammit. Ich wollte doch nur abwehren. Abwehren. Ganz leicht. Einfach nur nach rechts drücken. Ich krieg's gerade nicht hin. Okay. Ein paar Versuche sind da eh immer drin. Richtig, Leute. Bam, bam. Und ich komme eigentlich dann, schätze ich mal, trotzdem noch relativ gut voran. Vor allem, da ich mir bereits gemachte Hindernisse eigentlich ganz gut merken kann. Normalerweise. Bam, bam, bam. Wow. Nur wenn so viel im Bildschirm rumfliegt, ist das echt nicht ganz leicht, da zu folgen. Glaubt mir. Und bam. Aber ich glaube, manchmal kommt die Schwierigkeit auch ganz gut rüber. Ich weiß, ich habe gesagt, es ist nicht so kompliziert, weil wenn man einmal im Flow drinne ist, aber naja. Der Knackpunkt liegt dann halt doch im Konzentrieren auf den Bildschirm. Und da, wo man hinfliegt. Und das ist nicht ganz so leicht. Aber hey, was ich nicht alles für euch tue. Yay, hoch da. Bin heute mal ein bisschen angsthasemäßig drauf. Wow, war das knapp oder hätte das auf jeden Fall gereicht? Wow. Ihr kommt mir verdammt zu nahe. Verdammt zu nahe, ja. Das ist doch ein schönes... Bam. Wow. Okay, hab's geschafft. Perfekt. Ein paar Versuche hat's gebraucht, aber hey. Hup. Nice. Schlang keinen Perfekt mehr gehabt, glaube ich. Da. Nein, nicht ganz. Shit. Egal. Ich will richtig hinrücken. Yep. Boing. Und damit geht's weiter. The Secret Tunnel. Sieht aus, ob bald schon wieder beim Endgegner wäre Hilfe. Es geht echt schnell. Also dieses Spiel ist nicht besonders groß. Runter, drunter, drüber. Ich würde es nur auch gerne mal schaffen. Na, damit. Naja, egal. Perfekt durchzukommen. Nee, was wollte ich sagen? Perfekt durchkommen habe ich schon mal geschafft. Egal. Man verliert in diesem Spiel relativ schnell den Faden beim Kommentieren. Das sollte einem klar sein. Ist mir auch klar. Schipp, hab. Deswegen versuche ich auch nicht über wichtige Dinge während dieses Spieles zu reden. Das klappt nicht. Och, mir habe ich das Gefühl, der wäre ein Geheimgang gewesen. Wir werden uns übrigens, denke ich mal, noch die Geheimgänge alle anschauen, die ich freigespielt habe. Schipp. Weil das sind ja echt ein paar coole Dinger dabei. Und die möchte ich nicht vorenthalten. Boing. Wow.
Ich weiß nicht, ob ich das gemusst hätte, aber ich habe hier auf jeden Fall 4 Stück verloren. Aber, was soll's. Bam, bam, bam. Nice, nice. Ich glaube, hier hätten es 2 Ausgänge sein müssen eigentlich. Naja, wenn wir mal irgendwann Zeit haben. Nee, nicht 2 Ausgänge. Hier müssten 2 Ausgänge sein. Oh, nee, müssten auch nicht. Das rechts ist aber nur freikaufbar. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Passt alles. Post all is perfect. Dip, dip, dip. Yay. Bam, bestimmt. 100 durch. Ah, damit. Ich muss mich entscheiden, ob ich drunter durch will oder drüber durch. Aber nicht dann mittendrin umentscheiden. Das funktioniert nicht. Abwehren. Yay, drunter durch. Hier ist also das Spiel zu erkennen, wann man abwehren muss und wann man runter durch muss. Oh je. Das wird witzig. Für euch, nicht für mich. Naja, mir macht's auch Spaß. Von dem her, ich bin ja sowieso ein bisschen masochistisch veranlagt. Von dem her passt das schon. Schüpp. Sehr schön. Au, das war daneben. Das passiert, wenn man sich einmal nicht 100% drauf konzentriert. Glaubt mir, Leute. Das Spiel vergibt einem keine Fehler. Aber das ist doch irgendwie der Sinn des Spiels. Deswegen nehme ich es ihm auch nicht übel. Damit habe ich eins zu viel ausgewichen. Naja, gut. Was soll's. Dum, dum. Schüpp, hier drüber. Schön folgen. Da auch hoch. Yay. Dum, dum. Ich liebe die Musik. Auch wenn sie sich jetzt so langsam mal ein bisschen wiederholt. Aber hey. Bam. Dum, dum, dum. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich glaube, das nächste Bit-Trip-Spiel ist ja schon draußen, aber das ist kein solches Spiel. Das ist ein Geheimgang, wie komme ich denn da hin? Okay, interesting, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Wie? Runter durch, bam. Habe ich das hier? Ja, perfekt. Commander Video. Ganz klar eine Anlehnung an... Ja, natürlich, Commander Keen. Dip, dip, dip. Runter durch, hoch, hoch, drunter. Was ist hier irgendwie ein... What? Ich kann nicht an die Decke? What the fuck? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt etwas überraschend. Ab. Die Decke senkt sich? Nein. Boah, das ist heftig. Okay, sieht relativ schlecht aus. Schüpp, schüpp. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Ah. Es wird immer enger. Nice. Heißt das, ich hab's jetzt irgendwie... Ich glaube nicht. Nein, ich hab's nicht irgendwie geschafft. Noch lange nicht. Okay, einfach nur drüber. Das kriegen wir auch hin. Sehr schön. Wasser schon? Yay. Geschafft. Mal zur Abwechslung. 4 von 25. 25! Oh Mann, egal. Müssen wir wohl noch mal. Ups. Sorry, das war falscher Knopf. Hier hin, bitte. Danke. Okay, das erste müssen wir schaffen. Müssen wir schaffen. Muss man wieder ein bisschen mehr tanzen hier. Gehört auch zum Spiel. Richtig. Bam. Also ich habe gerade gemerkt, das zweite Teil des Levels unterscheidet sich ordentlich vom ersten. Da kommen fast keine fliegende Dinger mehr. Stört mich aber ehrlich gesagt auch nicht damit. Ah, habe ich jetzt was verpasst. Schon fies. Das erste Mal darf man, oder muss man das erste nehmen. Das zweite Mal muss man das zweite nehmen, um den Geheimgang zu finden. Bisschen auswendig, Lernerei. Aber okay. Jo, den ersten Checkpoint haben wir locker geschafft. Da werden wir nicht arg zurückgesetzt, zum Glück. Huch. Wenn die sich immer so aufklappen, ist das manchmal echt verwirrend. Aber egal. Dann, sa, bam. Yay, bin das sowieso überhaupt überrascht darüber, dass ich während des Spiels noch kommentieren kann. Als ich das Let's Play angefangen habe, dachte ich, in den späteren Level wird es so ziemlich unmöglich, nebenher zu reden, aber geht eigentlich noch. Schüpp. Ich bin eigentlich nicht multitaskingfähig, aber ich glaube, reden und spielen geht bei mir ganz gut. Ah, damit. Bis auf das. Das war jetzt fies. Das war einfach nur fies. Bam. Okay, nochmal. Nummer 2. Bam. Da drüber. Nicht wieder das Geheimnis einsammeln. Das wäre jetzt
schlecht. Da drüber hopsen. No problem. Stup. Da drunter. Sehr schön. Da kann man auch noch abwehren. Jetzt kommt wieder der fiese Stelle. Und hoch. Und runter. Yay. Einer fehlt mir nur. Was soll's, was soll's. Einer kann man ruhig mal liegen lassen. 10% Verlust sind immer drin. Das waren weniger als 10%. Ich könnte es ausrechnen. Glaube ich zumindest. Egal. Okay. Sweetie Dengel. Warte, runter geht's eigentlich noch. Stimmt, ihr wolltet mal andere Charaktere sehen? Dann nehmen wir mal Fishman, Pitazzo. Ja, nehmen wir mal Pitazzo. Was soll's? Einfach nur, damit wir noch ein bisschen andere Charaktere drin haben. Die unterscheiden sich eh nicht. Oh, höchstens in ihrem Tanz und so. Otte. Springt der nicht so hoch? Oder mache ich das? Habe ich gerade nur abgebrochen? Hä? Die haben doch nicht andere Physiken, oder? Nee. Das bilde ich mir nur ein. Das ist echt mies. Wow. Mit R in Schild wechseln. Das ist nicht nett. Aber ich kann eigentlich die ganze Zeit Schild lassen. Nee, geht nicht. Natürlich nicht. Nein. Hopsen bitte, Pitazzo. Blaze. Time Mouse Trees Earth. Okay, ich lese gerade das Schild da im Hintergrund. Deswegen sterbe ich gerade. Okay, ich hör auf. Boing. Das geht noch. Wie fühlt das sich anders an? Aber das ist sicherlich nur ich und meine Einbildung. Yay. Sehr schön. Da drüber hopsen und abwehren. No problem. Auch jetzt kommen solche Dinger wie bei Bitrip. Ach. Sorry, ich kann die Teile gerade nicht mehr auseinanderhalten. Aber gab es auf jeden Fall auch Teile, wo die Musikdinger so kamen, dass sie zur selben Zeit beim Spieler ankamen, obwohl sie unterschiedlich flogen eigentlich. Bam, bam. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch. Schip. Hopp, hopp. Und abwehren. Der springt anders, glaube ich. Hä? Ja, doch. Warte, jetzt habe ich einen verpasst. Den wollte ich nicht verpassen. Zurück. So. Vielleicht unterscheiden sich die Charaktere ja doch. Oder es kommt mir nur so vor. Damit. Ganz verpasst. Na, was soll's. Bam. So. Aber nicht. Auf jeden Fall nicht spielentscheidende Unterscheidung. Das kann ich schon mal sagen. Bam. Also minimal vielleicht. Keine Ahnung. Wäre komisch irgendwie. Rein Game-Balance-mäßig wäre das ziemlich unmöglich. Deswegen sag ich mal, sie unterscheiden sich nicht. Auch wenn sich es irgendwie gerade komisch anfühlt. Okay. Ah, the noble gases. Okay, die edlen Gase. Helium und so. Dum, dum, dum. Ich mochte ja früher Chemie. Ich habe zwar dann, als man es auswählen durfte, Physik gewählt, weil das mich noch ein bisschen mehr interessiert hat, aber hab dann noch zweistündig Chemie gewählt. Und das war echt cool. Es war total locker. Niemand wollte da drin Abitur schreiben. Das heißt, war auch... Auch der Lehrer hat es ein bisschen lockerer gestalten, den ganzen Unterricht. Das war echt nice. Haben uns ein paar Experimente, ein bisschen was über Unordnung und so erfahren. Schup, hat mir gefallen. Bam, bam. Yay. Schneller. Wow. Das war irgendwie... Ach, da oben wäre ein Geheimgang gewesen. Okay. Den ignoriere ich natürlich getrost. Extra. Uns fehlen sowieso sehr viele Goldbahnen. But hey. Schup, schup, schup. Naja. Drei Stück, ja. Geht noch so. Geht gerade noch so. Naja. Ich würde aber auch mal sagen, das war's dann soweit für diese Episode. Ich glaube, nächste Episode könnte es dann bis zum Endgegner langen. Das wäre perfekt. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.